In Internetforen liest man immer wieder die perfekte Drei-Uhren-Sammlung, the perfect Three-Watch-Collection. Kann ich das? Welche Uhren wären es? Oder brauche ich vielleicht doch fünf? Oder ich habe mir mal Gedanken gemacht und mich natürlich auf die Uhren beschränkt, die ich habe, denn die habe ich mir ja nicht ohne Grund gekauft, sondern weil ich sie klasse finde. Und welche davon würden mir genügen oder würden mir drei eben nicht genügen? Lasst euch überraschen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, das Thema heute ist die perfekte 3-Uhren-Sammlung oder 5-Uhren-Sammlung. Reicht mir das? Kann ich damit umgehen? Was würde mir fehlen? Was muss ich abdecken? Ich habe da die letzten Tage mal drüber nachgedacht und zunächst einmal muss ich sagen, was ist mir persönlich wichtig bei einer Uhr? Welche Szenarien möchte ich abdecken? Denn nur so kann ich letztendlich auch festlegen, wie viele Uhren für mich der harte Kern der Sammlung sind. Also Punkt Nummer 1, ganz klar, die Ablesbarkeit. Ich muss die Uhr ablesen können in Bruchteilen von Sekunden. Ich will die Zeiger nicht suchen müssen. Alles andere ist Luxus und ein Add-on, aber nicht wirklich das, was ich im täglichen Leben brauche. Nummer 2. Die Uhr muss wasserdicht sein. Ich will nicht darauf achten müssen, ob ich jetzt im Spülbecken mit der Hand unter Wasser gehe. Was machst du denn da? Machst du für einen Krach hier? Machst du für einen Krach hier? Ich will beim Duschen nicht darauf achten. Also wasserdicht ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, die Uhr muss ersetzbar sein, beziehungsweise sie darf für mich nicht einen solchen Wert darstellen, entweder materiell oder emotional, dass ich um sie Angst habe im alltäglichen Gebrauch, dass Kratzer drankommen oder sonst irgendwas. Und dann habe ich noch so ein paar spezielle Einsatzgebiete. Das wäre zum einen die Uhr fürs Grobe, ihr kennt das. Also die, mit der man alles machen kann, die alles mitmacht und bei der auch Spuren des Lebens akzeptiert, wenn nicht sogar gewünscht sind. Dann brauche ich eine Uhr für jeden Tag. Die muss für mich ein bisschen einen kleinen Farbakzent vielleicht haben, mir gute Laune machen, darf nicht zu eintönig und zu geradlinig sein. Dann brauche ich eine Uhr, die ich gegebenenfalls auch zum Anzug tragen kann. Und bei dem Rest kann ich es gar nicht ganz genau definieren. Der Rest sind dann Uhren, die mich einfach ansprechen und die ich ungern abgeben möchte. Und das ist so der Rahmen, indem ich mir 3 oder auch 5 Uhren ausgesucht habe. Und jetzt möchte ich euch die Uhren zeigen. Ja, die perfekte 3 bzw. 5 Uhrensammlung. Das sind meine Kandidaten. Ich fange mal mit dem einfacheren an, mit der 5-Uhrensammlung. Bei der 5-Uhrensammlung kann ich zumindest einige Kandidaten schon einmal rausnehmen. So, die habe ich rausgenommen, das war jetzt leicht. Jetzt muss ich mich noch von einer trennen. Ich weiß, das ist echt, echt schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ich glaube, ich trenne mich von... Ach, ist das schwer. Also bei 6 würde es klar sein. Bei 6 wären es diese 6. Wenn ich jetzt... Ja, es muss diese hier gehen. Ich habe 2 Uhren aussortiert. Einmal die 903 von Sinn. Eine unglaublich tolle Uhr, wirklich eine super schöne Uhr. Aber wie ich in meinem Eingangsstatement erwähnte, die Ablesbarkeit ist mir wichtig. Und hier ist die Ablesbarkeit leider nicht so gegeben, wie ich mir das wünschen würde. Deshalb wird diese Uhr wirklich, wirklich schweren Herzens aussortiert. Ja, ich brauche eine Taucheruhr, eine extrem wasserdichte Uhr. Bei der 5-Uhren-Sammlung musste ich mich entscheiden zwischen der U1 hier rechts und dem EZM3 hier links. Aufgrund der größeren Robustheit und des panzerhaften Charakters habe ich mich bei der 5-Uhren-Sammlung für die U1 entschieden und der EZM3 wird aussortiert.
So, das wäre jetzt meine perfekte 5-Uhren-Sammlung. Ich will es euch ganz kurz im Detail zeigen. Die G-Shock GD350 für den absoluten Heavy-Use, die wirkliche Uhr fürs Grobe. Wenn ich mal an einem Umbau, Umzug oder Ähnliches teilnehmen muss, die Uhr macht alles mit, verzeiht alles, ist gut genug ablesbar durch die großen Ziffern. Die Uhr müsste dann wirklich das ganz Grobe abdecken. Die U1 ist meine absolut Lieblingsurlaubsuhr. Sie ist vergleichsweise groß und schwer und trotzdem trage ich sie relativ gerne. Und bei 5 Uhren hätte ich auch ausreichend Abwechslung für etwas leichtere und nicht ganz so massive Uhren. Insofern bei 5 Uhren bleibt die U1 im Rennen. Die Sinn 103 STSA, das ist für mich so eine Art eierlegende Wollmilchsau. Diese Uhr kann so ziemlich alles, ist nirgendwo absolut perfekt, aber deckt unglaublich viele Bereiche für mich ab, die mir wichtig sind. Das Sportliche, die gute Ablesbarkeit, die relativ geringe Größe, was den Durchmesser betrifft. An die Höhe habe ich mich schnell gewöhnt, das stört mich nicht mehr besonders. Ich mag sie einfach und sie ist nicht so laut und so schreiend, dass sie extrem auffällt, wenn man sie am Arm hat. Sie ist ein kleiner Hingucker, aber eben nur ein kleiner Hingucker. Für jeden Tag und wie gesagt einen leichten farblichen Akzent würde ich mich für die 7563 entscheiden. Zum einen hat sie einige der Sinntechnologien, ist also etwas Außergewöhnliches mit der Trockenhaltekapsel, mit dem tegmentierten Gehäuse, ohne laufende Sekunde und eine schöne Urlaubsuhr in Ergänzung zu der U1. Insofern ist sie ganz klar in meiner 5-Uhren-Sammlung im Rennen und deckt den Bereich Freizeit und Freunde ab. Wenn es dann etwas förmlicher zugehen soll, ich einen Anzug brauche, dann würde ganz klar die 556 IM mit dem bräunlichen Ziffernblatt im Rennen bleiben. Klein, fein, am Stahlband, gut tragbar. Insofern wäre das meine Wahl für eine perfekte 5-Uhren-Sammlung. Wenn ich jetzt mich auf 3 Uhren reduzieren müsste, dann wird es richtig, richtig schwer für mich. Wirklich richtig schwer. Als erstes müsste höchstwahrscheinlich ganz, ganz schweren Herzens die U1 die Auswahl verlassen. Und für die U1 käme der EZM3 in die Auswahl. Er ist ähnlich robust, nicht ganz so groß in der Tauchtiefe, auch kein tegmentiertes Gehäuse wie meine U1, aber wirklich eine sehr robuste Uhr. Durch die nicht so große Bauhöhe, durch den etwas geringeren Durchmesser und das etwas abgerundete Gehäuse mit der Lünette, ist sie nicht ganz so schwer und präsent am Arm und etwas universeller tragbar bei ähnlich guter Ablesbarkeit, würde also mehrere Spektren abdecken und würde deshalb im Rennen bleiben. Ich würde höchstwahrscheinlich auch die G-Shock aus dem Rennen nehmen. Nicht, weil ich keine Einsatzzwecke für sie hätte, sondern weil bei 3 Uhren mir eine Uhr reserviert für Umbauten, Umzüge, das absolut Grobe, zu viel Platz in der doch sehr beschränkten Auswahl belegen würde. In solchen Situationen würde ich dann im Zweifel lieber gar keine Uhr tragen, als eine nur dafür zu reservieren. Also geht diese Uhr auch raus. Jetzt, die hatte ich ja gesetzt, bleiben diese 3. Eigentlich müsste ich eine Uhr für den Anzug reservieren, da ich aber ganz, ganz selten nur einen Anzug trage und
in meinen Anzugssituationen auch die 103 ST sehr gut zur Anwendung kommen könnte, würde ich, obwohl ich sie wirklich gerne mag, allerhöchstwahrscheinlich die 556 IM ebenfalls aus der Auswahl nehmen, sodass diese drei hier wohl meine aktuelle perfekte 3-Uhren-Sammlung repräsentieren. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, was eure Meinung dazu ist, was eure perfekte 3-Uhren-Sammlung wäre. Ich bin sehr gespannt darauf. In diesem Sinne, euer Watchmeister.